Am 31.03.2021 wird Rebenzeit.tv nicht mehr existieren, Freunde. Und damit willkommen zu einem Video in alter Manier als Commentary, wie man es schon länger nicht mehr hatte von mir. Und ja, heute gibt es ein richtig, richtig nostalgisches und mir wirklich emotionales Thema. Es geht um die Schließung vom Revi-Server. Wir alle hatten eine richtig krasse Zeit. Unser Mate macht hier den Goldspieler, aber wir stacken uns mal lieber hoch. Ja, by the way, ihr seht hier das Pack. Das ist mein altes, schönes, nices, tolles 10k-Pack. Einfach mal, um ein bisschen Nostalgie zu catchen, spiele ich damit heute auch in dieser Aufnahme. Freunde, wie hat mein Kanal eigentlich angefangen zu existieren und zu wachsen? Ich kann es euch mal erzählen. Und zwar hatte ich damals einfach nur, weil ich auf Gomme gebannt war, 8x1 Videos gebracht. Ohne Plan, ohne Ziel. Nicht mal im Wissen, dass ich irgendwie später bekannter werden könnte. Ja, ich war nicht wirklich auf Erfolg aus oder sowas. Ich habe einfach meine Videos hochgeladen und aus Langeweile eigentlich, weil ich damals ultra viel WoW gezockt hatte nach meinem Gomme-Bann. Das ist auch schon 4 Jahre her mit dem Gomme-Bann. Deswegen, Freunde, ihr könnt mich damit heute nicht mehr irgendwie catchen. Ihr könnt mich nicht bannen. Nee, aber es ist halt wirklich crazy. Und diese 8x1 Videos, die einfach aus Langeweile entstanden, wurden dann irgendwann ein bisschen ernster. Irgendwie aus irgendeinem Grund waren die Videos total bekannt geworden und viel geklickt worden. Und Bed Wars war halt auch irgendwie krass im Hype zu der Zeit. Ich hab's gar nicht wahrgenommen, ganz ehrlich, Freunde. Ich hab's nicht mal so richtig wahrgenommen, wie krass gut die Videos ankamen. Ich habe einfach gemacht, Videos hochgeladen, gezockt, Videos hochgeladen. So bestand mein Leben wirklich nur noch aus Minecraft. Ich habe nur noch gezockt, Top 10 gesweatet und Videos hochgeladen. Das war's. Und damals war aber auch Schule ein bisschen einfacher. Und ja, ich mache ja jetzt, wie ihr wisst, mein Abi. Und ich hatte damals eigentlich schon gedacht, ich hätte kaum Zeit. Wenn ich es mit heute vergleiche, ist das eine Lachnummer, ganz ehrlich. Also damals hatte ich wirklich 10-mal mehr Zeit. Ja, später wurde ich auch hackusated und Leute haben gesagt, ich benutze AC, bla bla bla. Kommt halt, wenn man ein paar mehr Aufrufe hat, dann gibt es immer irgendjemanden, der einen halt nicht leiden kann. Das passiert dann halt mal ganz leicht. Aber das ist halt auch normal gewesen und das hat mich auch nicht wirklich gekratzt. Also es gab viele Ups und Downs auf meinem Kanal und ich bin einfach ultra froh, dass ich euch so als Community kennengelernt habe damals. Und ich bin echt dankbar für jeden Einzelnen, der heute noch am Start ist. Das ist ja wirklich schon 3,5 Jahre her oder so. Ja, dann gab es noch mit Z-Hype ultra viele Videos. Also er hatte damals Texture Packs gebracht, die richtig gut ankamen. Und unter anderem gab es dann auch hier dieses 10k-Pack von Next Honey. Community Discord ist, by the way, der Link in der Videobeschreibung. Einfach mal joinen, wenn ihr Bock habt, heute Teil von der Community noch zu sein. Ja, da erfahrt ihr auch immer, wenn Streams und Videos kommen. By the way, folgt mir gerne auf Twitch, @feuersteinlive. Da streame ich ab dem 1.4. daily und da kommt richtig viel auf euch zu, Freunde. Und also, wenn ihr da mehr von mir sehen wollt, einfach mal auf Twitch vorbeischauen, würde mich freuen. Irgendwann später hatte ich dann mein Ziel erreicht. Ich hatte Premium Plus, es war wirklich crazy. Dann kam eine krasse Idee von Magero, nämlich jemanden aus der damaligen Core-Szene, der übrigens heute mit mir noch richtig dick ist. Grüße gehen raus, ist gerade ein Mod bei mir auf Twitch. Ja, viele von euch werden ihn wahrscheinlich kennen aus dem Chat. Ja, der hat mir halt eine Idee gegeben für ein Revi-Dealer-Trolling. Ihr kennt das sicher noch und Alter, was war das? ja, für ein Revi-Dealer-Trolling. Das ging dann ultra durch die Decke, aber erst so 1-2 Wochen nach Upload. Also ich war da gar nicht zu Hause, kriegt auf einmal Nachrichten, your video is trending oder so. Und das war dann in Deutschland und in der Schweiz auf den Gaming-Trends Platz 1. Crazy und nochmal fettes Danke für den Support damals, Freunde. Seitdem ging es ultra steil. Ich hatte dann irgendwann auch YouTuber-Rang auf Revi. Ich war stolz wie Bolle, Freunde, wirklich. Damals, das war ja auch vor fast 4 Jahren oder 3,5, wie auch immer, ich habe es ja schon 1000 Mal gechoked in der Aufnahme, wie lange es jetzt wirklich her ist, war es dann wirklich eine richtig krasse Errungenschaft für mich. Ich freue mich auf eine neue gemeinsame Zeit mit euch. Der Server Revienzeit.tv wird halt als solches nicht mehr existieren. Ja, Freunde, und da Revi sich halt aus eigener Tasche später nur noch finanzieren konnte, weil halt einfach die Spielerzahlen nicht mehr so gut liefen, war es halt einfach Zeit für den Server zu schließen. Ich denke, es ist verständlich und ganz ehrlich, Freunde, haten kann man es nicht. Der Server hat echt eine tolle Leistung gebracht für uns und wirklich uns jahrelang richtig krass unterhalten und einen geilen Spielspaß ermöglicht. Deswegen nochmal fettes Danke. Schreibt auch alle mal Hashtag Danke Revi in die Kommentare, wenn ihr das hier seht. Würde mich freuen. Aber Freunde, jetzt mal was Positives. Ihr könnt euch auf nice Content von mir freuen. Es geht jetzt auch weiter, obwohl Revi down ist, Freunde. Ach ja, und bevor ich es vergesse, ich hätte es eben fast vergessen anzusprechen. Dickes Danke an alle YouTuber, die damals mit mir nice Videos für euch created hatten. Es war eine richtig, richtig geile Zeit. Ihr könnt auch gerne vorbeischauen bei Omanok und Betzke. Die machen ja jetzt immer noch Videos. Und Freunde, damit würde ich sagen, sehen wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Wir befinden uns hier am Spawn des Revi-Servers. Ich mit meinen 1200 Spielstunden bin dann noch eine harmlose Nummer. Ich denke, viele von euch haben deutlich mehr Zeit auf diesem Server verbracht. Dickes Danke an das Team. Dickes Danke an die ganze Community von damals und alle, die heute noch am Start sind. Kuss geht raus. Danke für euren Support. Und ja, Freunde, schaut auf Twitch vorbei. Ansonsten abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Drückt die Glocke, bitte. Das ist cool, wenn man es macht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Folgt mir auf Twitter, @feuerstein YouTube. Da gibt es immer News und Videos und Streams. Und dann würde ich sagen, haut rein, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.